herzlich willkommen zum, ich weiß noch gar nicht mehr, ich habe den Überblick verloren, ich glaube zum dritten Teil, dritten Teil der Bibelschule, in dem es heute um die Psalmen gehen soll. Das ist ein heikles Unterfangen, wie immer, wenn man mit der Bibel zu tun hat, weil es gibt ziemlich viele Vorurteile den Psalmen gegenüber und gleichzeitig sind es eigentlich die am meissten, wenn man das Gesamte der Gottesdienste anschaut, gebrauchten Texte. Es war nicht immer so. Wir werden ein bisschen in die Geschichte einsteigen, nicht nur in die Psalmen selber, was das für Texte sind, womit wir es da zu tun haben, klar biblische Texte, sondern auch in den Gebrauch der Psalmen und wie man die handhabt oder gehandhabt hat. Das kann durchaus interessant sein, also dieses ganze Panorama nochmal zu sehen. Ich werde am Nachmittag versuchen, dann mit Ihnen wenn man so will, die kulturelle Adaption der Psalmen ein wenig anzuschauen. Wie Psalmen fortleben in Literatur oder sie sind Anreger oder Impulsgeber für bestimmte, auch zeitgenössische Literatur. Und wir werden einen Ritt durch die Musikgeschichte machen, aber nicht theoretisch, sondern mit Hörbeispielen am Nachmittag. Also sozusagen vom Synagogengesang bis Jeff Buckley, falls einem das was sagt. Also bis zu ganz zeitgenössischen Songwritern, wie man heute sagt. Liedschreiber klingt ja ein bisschen nach Schubert, aber das ist eine andere Ecke schon. Und heute Morgen werden wir uns ein bisschen um die Grundlagen bemühen müssen. Bevor wir da, ich habe einen Text gefunden, der eigentlich ganz schön ist. Ich sage nachher, wo der her ist. Den schlage ich vor, dass wir den nachher zusammen lesen. Vielleicht machen wir zuerst einfach mal so eine Sammlungsrunde Psalmen. Ist es Ihnen recht, wenn wir jetzt auf eine direkte Vorstellungsrunde verzichten? Viele haben ja einander schon gesehen. Es gibt ja auch einige neue Gesichter, ja, die ich natürlich nochmal besonders herzlich willkommen heiße. Aber es gibt ja noch Kommunikationsmöglichkeiten im Laufe des Tages, bei denen sich Gelegenheit ergibt, wenn Sie ein Gesicht sehen und sagen, die kenne ich doch irgendwo her, oder habe ich schon mal gesehen, dann fassen Sie sich ein Herz und gehen auf die Person zu und fragen Sie direkt. Psalmen, was verbinden Sie damit? Lassen Sie uns mal sammeln. Was fällt Ihnen ein? Was fällt Ihnen ein? David. Ich schreibe das ein bisschen mit beim Sammeln. War das jetzt ein zu großer Kaltstart? Ich habe gedacht, nachdem ich mit Verspätung anfange, haben Sie sich schon kommunikativ angewärmt. Das ist jetzt gar kein Problem. Also David haben wir, Klagen. Alt. Wie alt? Mhm. Ja, Flugsalm. Ja. Wo war das? Wo sind Sie her? Ah ja, da haben wir es gemacht. Ja, war früher fast in jeder Pfarrei. Also, ja. Wer hat das noch erlebt früher? Also interessant, das ist eine ganz wichtige Äußerung, ja, ja. Haben Sie es alle verstanden? Die Vesper wurde früher auf Latein gesungen und so, und da hieß es dann immer, er klickt, dass die das nicht auf Deutsch singen. Das
Ja, ja, das ist eine ganz interessante, werden wir auch am Nachmittag nochmal, wenn wir über Musik und Literatur reden, werden wir nochmal darauf zu sprechen kommen, dass das eine interessante Beobachtung ist. Ja? Also ich kenne das auch aus Klöstern, dieses Phänomen, dass die Patres meinten in einem Konvent, wir müssen jetzt endlich die Psalmen deutsch singen, und die Brüder das blockiert haben mit ihrem Veto, obwohl die nie Latein gelernt haben. Haben gesagt, nix, wir werden weiter Lateinisch, wollen wir nicht. Ja? So, also das, da hat sich natürlich auch etwas geändert. Aber interessant, dass es zum Beispiel, was inzwischen fast ganz verschwunden ist in unserer normalen Pfarrgemeinde, ich würde sagen, eigentlich ganz verschwunden ist, es gibt nur noch Messe, ja, und noch so ein paar Blinddärme, ab und zu mal eine Bußandacht, wobei das auch jetzt schon in die Messe reingefummelt wird, das ist ja totaler Widersinn, oder Kreuzlich, so alles solche Sachen, aber gerade was Tagzeitengebete sind, das ist alles weg. Und es gibt noch eine Generation, ja, die ja überaus rüstig ist, ja, die das noch erlebt hat. Das ist noch nicht so lange her. Ja. Wir müssen dann noch kein Geschichtsbuch aufschlagen, um das zu entdecken. Das ist interessant. Psalmen, lass uns noch ein bisschen sammeln. Was verbinden wir damit? Also wir haben schon Altern, haben wir ein bisschen Vorbildung hier schon. Ja, die ganzen, haben schon ganze Gruppen von Psalmen jetzt eben, oder die bestimmt in bestimmte Kategorien geteilt, dass es da also offenbar Unterschiede gibt. Was verbinden Sie noch mit Psalmen? Ja, Ach so, ja. Wie hieß dieser Verlag noch, der seiner Zeit? Kabul, ja genau. Die haben dann, früher hat das auch mal Kiefel gemacht, den gibt es aber glaube ich nicht mehr, alles aufgekauft, alles globalisiert heute, ja. Aber Kabul, genau, die machen dann immer so einen Sonnenuntergang und dann so. Es gibt eigentlich kaum, ja, da kommt es nochmal, ja, weil es so viele sind, ja, weil die Nacht so lang ist. Ja. Mich wundert, dass etwas noch nicht gekommen ist, aber vielleicht kann ich es noch aus Ihnen herauskitzeln, aber vielleicht ist es auch nicht da, also dann macht es nichts. Aber ich kann mich erinnern, wenn ich in den vergangenen Jahren, jetzt doch schon ja, vor 4 Jahren zum letzten Mal, aber davor, wir haben in Heiligkreuzal auch mal im Rahmen der Bibelschule Psalmen gemacht. Und da war die erste Meldung, die kam, überhaupt nichts mit anfangen. Furchtbar das Zeug, ja. Also alles, also wir kennen alle möglichen Gebete, aber das sind die schlimmsten, die wir überhaupt kennen. Ja? Ist interessant, dass das jetzt nicht so war. Vielleicht hat sich da etwas geändert. Also ist ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite finde ich, dass die Psalmen schon das ausdrücken, was man empfindet. Auf der anderen Seite gibt es eine ganze Menge so Verfluchungs- oder Psalmen, die ich eigentlich ablehne. Da gucken wir nochmal drauf, wie das ist. Wir werden darauf nochmal, das ist nochmal ein eigener Punkt, den werden wir nochmal angucken, ja, wie das ist mit so Psalmen, die uns eher also die zumindest stutzig werden lassen, sagen, auch die, dass wenn man das nochmal präzisiert oder auf den Punkt bringt, können wir als Christen solche Psalmen überhaupt beten? Geht das? Ja? Und da hat es und da gibt es auch aktuell verschiedene Antworten drauf. Das werden wir nochmal anschauen. Da ist noch eine ganz große Frage dahinter. Ja, womit haben wir es zu tun, wenn wir vom Psalmen reden? Und das ist die Frage, die uns ja in der ganzen Bibelschule begleitet. Wie gehen wir mit dem biblischen Text um, mit den biblischen Texten um? Was sind die für uns? Fuhrwerken wir da drin herum? Auch in der Auslegung, die ja
das haben wir schon entdeckt, enorm viele Möglichkeiten hat. Das werden wir jetzt bei dem Psalmen auch nochmal sehen. Das ist eine Riesenbandbreite. Aber führt irgendwann die Bandbreite, dass es an irgendeinem Spektrum ganz ausbricht und sagt, nee, eigentlich brauchen wir das gar nicht mehr. Ja? Das gilt ja für andere biblische Texte auch. Das gilt auch für das, da ist es uns viel fremder von der Vorstellung, aber das gilt ja bis hin zu Texten vom Neuen Testament. Dass man sagt, mein Gott, wer braucht eigentlich den Hebräerbrief? Ja? Oder so viel in alttestamentlichen, sogenannten alttestamentlichen Kultkategorien gedacht und geschrieben wird, wer braucht denn eigentlich? Oder lesen wir am besten nicht, weil der ist uns zu fremd. Ja? Also solche Fragen sind, das ist berechtigt, sie zuzulassen, aber dann auch die sich der Mühe zu unterziehen, auch nach einer Antwort zu suchen. Ja. Klar. Ja, das ist ja. Müssen wir noch mal gucken. Ja. Ja, gibt es das nur im Judentum oder wie ist das? Da ist schon die Frage, wie klar ist, wie kommt so ein Buch zustande als biblisches Buch? Das ist ja nun wirklich, das haben ja nicht die Christen erfunden oder sowas, sondern das gibt es im Judentum schon, in der Sammlung und in der Zusammenstellung der biblischen Bücher. Da haben wir uns ja schon beim ersten Mal drüber unterhalten, wie sich das ungefähr verhält. Aber gibt es dann nur in diesem Psalmbuch, gibt es andere Beispiele für Psalmen, die nicht im Buch der Psalmen stehen? Denken Sie mal scharf nach. Gibt es noch andere Psalmen, die nicht im Psalmenbuch stehen? Langsam, nicht so, sondern mal überlegen lassen. Es gibt auch keine Fleißkarte hinterher. Ja, also das machen wir nicht. Wir sind ja nicht. Also dann mal kurz sacken lassen. Ja. Es gibt zum Beispiel ganz berühmte, ganz prominente Beispiele dafür. Kennen Sie alle, wenn ich Ihnen das sage, hä, Psalm? Ja, ist eine interessante, ja, könnte man, im weitesten Sinn könnte man sagen, was sind das für Lieder? Das sind zunächst mal Liebeslieder, ja, das ist diese Wertung, weltlich, das ist natürlich geschichtlich gesehen, ist das Hohelied nur deshalb in die Bibel eigentlich reingerutscht, ja, weil der liebe Gott tut ja nichts als fügen, dass man das immer schon geistlich ausgelegt hat. Ja. Aber auf der ersten Textebene sind das Lieder über menschliche Sexualität. Müssen Sie allen jungen Leuten empfehlen, die willig sind zu heiraten, wenn die nicht wissen, was sie für eine Lesung nehmen sollen. Oh, wissen wir nicht, wir können nichts aus der Bibel. Müssen wir sagen, lesen sich abends mal vor, gegenseitig. Das ist eine interessante Entdeckung. Kommen Sie hinterher mit roten Ohren, kommen Sie zurück und sagen, das hätten Sie nie geglaubt, dass das in der Heiligen Schrift steht. Ja. Ja, was gibt es denn noch für. Wir hatten hier schon einen etwas voreiligen Vorschlag. Ja. Das meinte ich mit dem prominenten Beispiel. Wenn wir die drei dazu nehmen, könnten wir den Lobgesang des Simeon auch noch dazu nehmen. Das sind natürlich Texte, die dem Psalmen ja durchaus verwandt sind oder ähnlich sind. Die könnten als Psalmen durchgehen. Wenn man die einmal unvoreingenommenen Leuten in das Psalmbuch reinfummeln würde, würde es vielleicht gar nicht so merken. Gibt es noch andere Texte, noch mehr? Fällt Ihnen noch was ein? Paulus, was hat der mit dem Psalm? Was ist das? Bleiben Sie mal dran. Ich will Sie nur verunsichern. Ja gut, das ist ein festes, da werden wir beim übernächsten Mal noch drüber sprechen. Das sind ja festgeformte, wenn man so will, Formulare, so wie wir heute auch noch Briefe eröffnen und abschließen, nicht mehr so ausführlich. Aber der hat natürlich, ganz genau, dann übernimmt der Lieder teilweise, die in der Gemeinde schon vor Paulus, also da sind wir direkt sozusagen in den ersten zwei Jahrzehnten nach
Tod und Auferstehung Jesu Christi sind wir da, die sich da herausbilden als Hymne. Das wird uns noch beschäftigen, das ist nämlich eine spannende Angelegenheit. Zum Beispiel ganz berühmt, was in der Osterliturgie dann jetzt wieder eine große Rolle spielen wird, der Philipperhymnus. Ja? Philipperbrief, 2. Kapitel. Christus Jesus war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Ja, wir kennen vielleicht diesen Text. Bleiben wir mal noch so ein bisschen im Alten Testament. Ja, das ist, zählt man eher unter die Weisheitsliteratur, obwohl es da manchmal auch kleinere Einheiten gibt, so, also zum Beispiel das Lob der tüchtigen Frau. Ja, das ist ein Loblied, ja, beispielsweise. Es gibt sogar bei ganzen Büchern noch irgendwie die Klagelieder zum Beispiel. Ja, ist natürlich eine Liedsammlung. Sprechen wir zwar nicht vom Psalmen, aber ist eine einzige Liedsammlung. Spielt ja auch in der Osterliturgie dann jetzt wieder eine große Rolle. Klagelieder. Fallen Ihnen noch einzelne Lieder ein? Wenn ich jetzt den Fachausdruck dafür sage, dann müssten zumindest die Schwestern jetzt hier sprudeln. Ja, eben, die Kantika haben wir jeden Morgen. Das sind alles im Grunde genommen mit dem Psalm vergleichbare Texte. Ja? Also, gestern Morgen dieses ewig lange aus Habakuk, ja? Dieses Kantikum aus Habakuk. Oder dann das aus 1 Samuel, das Loblied der Hanna, was ja große Parallelen und Ähnlichkeiten mit Magnificat hat. Oder der Lobgesang der Judith haben wir am Mittwoch bei den Gedenktagen, ist das immer das Festkantikum. Oder 1 Chronik haben wir montags. Oder von Mose wurde eben schon gesagt, ja, es gibt das, wo diese berühmte Stelle, wo die Miriam da herumtrommelt, ja. Und dieses Kantikum, das wir in der Osternacht wieder haben werden, nach der Exodus-Lesung. Also es gibt eine ganze Reihe, ja, von solchen Kantika-Liedern, die aber nicht, die an ihrer Stelle stehen, aber nicht in dieses Psalmenbuch ein. Ja, die sind natürlich in der Heiligen Schrift drin. Im Stundengebet findet man die etwas jetzt nach der neuen Ordnung. Neue Ordnung heißt von 1970 verstreut. Etwas, weil sie die alte Ordnung aufgelöst haben. Im Gotteslob stehen, glaube ich, Kantika. Ich glaube, alttestamentliches Kantikum steht nicht eins im Gotteslob drin. Ja. Heilige Schrift. Muss man sie da suchen. Ja, dann. Ja, ja. Es gibt... Gut, dass Sie das kurz danach fragen. Ich werde Ihnen auch im Laufe des Tages noch irgendwie Psalmen, Übersetzungen oder Ausgaben vorstellen. Wenn Sie schon mal bei uns im Kloster waren, dann werden Sie feststellen, dass wir in dem Stundengebet nicht die Einheitsübersetzung benutzen, weil die zu büroklammermäßig ist. Also die ist irgendwie spröde. Ja, wenn man, Sie haben Stahlwolle im Mund. So ein Akkupatz. Ja. Countert drauf rum. Die ist nicht sehr musisch. Ja. Die ist nicht sehr gesanglich von der Sprache her. Wir nutzen seit einigen Jahren diese neu herausgekommene Münster-Schwarzacher Psalmenübersetzung, die sehr schön in der Textübertragung ist, also Übersetzung ist, aber auch Rücksicht nimmt auf die Sprachmelodie und deshalb besser zu singen ist. Ja? Das ist das, was früher vielleicht die alte Guardini-Übersetzung geleistet hat, die allerdings nicht, die kennen vielleicht einige noch, die aber nicht aus dem, die nicht aus dem Hebräischen übersetzt war, sondern aus dem Lateinischen. Also eine Vulgata-Übersetzung ist deshalb in manchen Dingen für unser heutiges Gefühl, da wir heute ja so überkritisch sind, sehr frei. Aber die hatte auch seinen sprachlichen Duktus. Das war einfach eine wunderschöne Sprache zum gemeinsamen Beten oder auch zum Singen. War die eben auch sehr, sehr geeignet. Und da gibt es die Ausgabe auch der Kantika. Also das gleiche Büchlein, ja, gibt es als, da steht dann Kantika, Münster-Schwarzacher Kantika, die Kantika haben die auch dann neu übersetzt. Da hat man die, weil Sie gerade fragen, ja, fällt mir das gerade ein, da hat man die auch in einer Hand und in einem Büchlein drin. Die Psalmen zumindest gibt es auch im Paperback, weil die das, ich hätte jetzt fast gesagt, das sind Mönche, die können Geschäfte machen, das ist ziemlich, die nehmen ziemlich viel Geld dafür. Das Paperback kostet 12 Euro, ich glaube, diese kostet mal 21, also finde ich für so ein Büchlein ziemlich viel Geld. Die Kantika habe ich bisher nur gebunden gesehen. Ich weiß nicht, ob es die auch im Paperback gibt. Ich bin nicht sicher. Ich weiß es nicht. Also müssten Sie vielleicht den Buchhandel dann fragen. So,
Dann schlage ich vor, dass wir nach der... Ja, machen wir das Gregor. Spiel bitte eins wegnehmen, den Rest zügig weitergeben. Also sollte es jemand geben, der vielleicht auch noch irgendetwas mitnimmt oder so, das wäre jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht günstig, weil es jetzt von der Anzahl der Kopien gerade ausgeht. Nee, man, eines geht noch. Nee, eines müsste noch gehen. Wir werden es gleich sehen, was hier vorne noch ankommt. Ich dachte mir, bevor wir da jetzt allzu sehr theologisch zugange sind, möchte ich gerne jemandem das Wort geben, der als Schriftsteller vor einigen Jahren so etwas aus der Versenkung aufgetaucht ist. Arnold Stadler, er ist kein Schwabe, sondern ein Badenser, glaube ich, ist das von seiner Herkunft her, also Freiburger da irgendwie aus dieser Ecke. Der Meßkirch. Stimmt. Deshalb Heiliger, ja, genau. Also Badenser, oder? Sagen wir alle Manne, dann ist es richtig, ja. Also ein Alemanne, der verschiedene Bücher geschrieben hat, interessante Sachen. Wie heißt das eine? Mein Schwein, mein Dings. Und noch ein Dings, ja, aber Schwein kommt auf jeden Fall schon vor. Oder dann hat er so eine Osttour gemacht, das ist ein ganz merkwürdiges Buch, überaus merkwürdig, das habe ich bis zum Ende nicht verstanden, was er damit will. Und dann tauchte plötzlich 1999 eine Psalmenübertragung von ihm auf. Das Buch heißt, also es ist ein Zitat aus einem Psalm, die Menschen lügen. Alle. Ja. Und andere Psalmen. Wenn es interessiert, wir singen diesen Satz immer montags in der Vesper und sehen uns dabei tief in die Augen. Die Menschen lügen, alle. Und Stadler bei diesen, das sind ausgewählte Psalmen, sind natürlich nicht alle. Das ist inzwischen, ich habe Frau Brendler das ein Teil gehabt, als Inseltaschenbuch, glaube ich. Also eher ursprünglich im Inselverlag ist inzwischen, aber in der Paperback-Ausgabe kostet dann, glaube ich, 8,90 Euro. 7,95 Euro. Also wenn ich das sage, das muss ich immer noch mal ankündigen, auch für die, die neu sind. Wenn ich hier Bücher oder Musik vorstelle, ich verdiene daran nichts. Also leider. Ja. Also die Literaturangaben und so, die wir machen, wir haben leider keinen Vertrag mit dem Poster oder so, dass für uns da irgendetwas abgeführt wird. Deshalb ist das nur, das wäre gut. Also was heißt, wäre noch schöner, das wäre eigentlich sinnvoll. Wenn wir zusammenrechnen, wie viele Bücher ich schon unter die Leute gebracht habe, dann können wir wahrscheinlich zur Ruhe sitzen. Also als Taschenbuch auch schon erhältlich. Und da schreibt er eben diese Einleitung, die ich denke, die könnte uns auch noch mal etwas tiefer in dieses Thema hineinführen. Intro Ibo heißt das. Ich lade Sie ein, dass wir das gemeinsam lesen. Das Wort Ashrei ist das erste Wort im Buch der Psalmen. Während fast alle anderen Psalmen eine Überschrift oder wenigstens Autorennamen vorausschicken, kommt das Ashrei daher, als ob es in einem Wort alles sagen wollte, als ob es selbst die Überschrift des ganzen Buches der Psalmen, ja der Heiligen Schrift sei oder sein wolle. Es ist ein Wegweiserwort. Das Wort Ashrei wurde im Deutschen unter anderem mit wohl, gepriesen, selig, glücklich, ja mit Heil wiedergegeben. Celan, also Paul Celan ist das, auf den wir heute auch noch kommen, ja, ist ein jüdischer Dichter deutscher Zunge, von dem es auch sehr, sehr schöne Texte gibt, die in der Tradition der Psalmen stehen, werden wir heute Nachmittag noch kennenlernen. Celan jedoch nennt das Wort Ashrei in seinem Gedicht, wenn ich nicht weiß, nicht weiß, Ashrei ein Wort ohne Sinn, was nicht sinnlos bedeutet, vielleicht aber heillos, ein Irrwerden an diesem Wort. Während ich auf das Wort erst spät stieß, damals, als ich die Heilige Schrift als Texte zu lesen, zu verstehen und zu übersetzen begann,
waren mir die anderen Wörter aus dem hebräischen Ursprungstext des Buches der Psalmen fast von Anfang an vertraut, ja zu meinen eigenen Wörtern geworden. Hosianna, Halleluja, Selah. Ich wusste gar nicht, dass diese Wörter aus dem Buch der Psalmen waren. Ja, ich wusste wahrscheinlich nicht einmal, dass es ein solches Buch gab. Das war in meiner Intro-Ibo-Zeit, wie ich die Zeit meiner Ministrantenjahre bezeichne. Intro-Ibo, auch ein Wort aus dem Psalmen. Und das erste Wort der alten heiligen Messe bis zu ihrer Abschaffung in ihrer lateinischen Form durch das Zweite Vatikanum. Vielleicht wurde hier an der falschen Stelle rationalisiert. Der Priester begann Introibo ad altare Dei, zum Altar Gottes will ich treten. Und ich, sechsjährig, antwortete in Proskynese, also im Niederknien, im Hinwerfen, an den Stufen des Altars, vorübergebeugt, es war in aller Herrgottsfrühe, ad Deum quelliatificat juventutem meam, zu Gott, der mich erfreut von Jugend auf. Jung war ich, das ist wahr, und ich verstand den auswendig aufgesagten Vers aus Psalm 43 gar nicht. Oder doch? Denn ich kann mich noch erinnern, dass ich die Worte, die ich auswendig hersagte, eher oder doch? Denn ich kann mich noch erinnern, dass ich die Worte, die ich auswendig hersagte, eher hermurmelte, als außerordentlich schön empfand, auch wenn ich sie nicht verstanden haben sollte. Es war das erste Mal, dass ich auf die Schönheit von Sprache stieß, auf dieses Geheimnis. Das erste Gedicht, das ich auswendig lernte, war in einer Sprache, die ich nicht verstand, das weithin aus Psalmen bestehende lateinische Stufengebet der römisch-katholischen Kirche. Es waren Psalmenverse. Es gab damals in unserem Dorf vielleicht 3 Beerdigungen im Jahr. Und manchmal assistierte ich unserem Priester, dem unvergessenen Andreas Daringer, aus Muggensturm auf unserem Friedhof. Ich höre ihn das De Profundis sprechen, auf Deutsch den ganzen Psalm 130, von »Aus der Tiefe, o Herr, rufe ich zu dir«, höre, o Herr, meine Stimme. Mich bewegte, meine Seele hofft auf sein Wort. Meine Seele erwartet den Herrn mehr als der Wächter das Morgenrot, ohne dass ich gewusst hätte, warum. Ich vernahm, dass es einen Gott gab, der ansprechbar war, wenn auch aus der Tiefe. So bekam ich gesagt, was für ein Mensch der Mensch ist und wie vergänglich er ist, einmalig und vergänglich. Gott, zwar ansprechbar, doch aus der Tiefe und nicht kumpelhaft auf du und du. Hier an aller Seelen und in der Karwoche konnte ich auch am Grab den Psalm 51 hören. Wasch mich und weißer glänzig als der Schnee. Vor allem diese Bitte faszinierte mich. Es war eine Sehnsucht, die hier Sprache wurde, glaube ich. Später las ich die niemals mitgebetete Überschrift dieses Psalms, ein Psalm Davids, als der Prophet Nathan zu ihm kam, nachdem sich David mit Bathsheba vergangen hatte. Das konnte freilich nicht vorgelesen werden, denn damals ging es ja nicht um Privatlektüre oder Bibelstudium, sondern um das lebendige Wort. Es war wohl ein guter Anfang, auf diese Weise den Psalmen zu begegnen. Sie hatten ihren Platz im Leben, ganz ähnlich wie einst in Jerusalem. Das Aufschreiben war ja etwas Nachträgliches, zur Not, für spätere Zeiten. Und erst das Lesen, das war den Protestanten überlassen, vor allem der Psalm 23, eine Privatangelegenheit, an die sich ein katholisches Kind von einst nicht erinnern kann. Und doch gilt nun, der Herr ist mein Hirte, als ein Psalm schlechthin. In meiner Intro-Ibo-Zeit hatte ich vom Ursprung dieser Lieder und Gebete, die das Jahr schön, das heißt anschaulich machten und ihm zusammen mit Weihnachten, der Fastenzeit und Ostern, mit den Jahreszeiten der ersten Erdbeere und dem ersten Schnee eine Form gaben, keine Ahnung. Ich dachte, die Psalmen gehörten mir. Die Psalmen. Natürlich ist das rein subjektiv, was Stadler hier schreibt. Ja? Das ist die Wahrnehmung eines Mannes, der inzwischen noch, wie alt ist der? Anfang 50? Ja, 53. Ja. 53 ist für die Freiburger Diözese nach Rom geschickt wurde, um im Germanikum zu studieren, dann ist aber da untergegangen, hat er nicht weitergemacht, hat aber Theologie studiert und eben dann Schriftsteller geworden ist.
ganz subjektiv. Und doch merken wir, dass uns da etwas entgegenkommt. Ich habe den Text jetzt nicht ausgesucht, weil ich meine, wir sollten das Stufengebet wieder einführen oder so etwas. Ja? Aber solche Möglichkeiten können Kinder, auch begabte Kinder oder sprachaufmerksame Kinder, haben sie heute nicht mehr. Und auch diese Beschränkung des Psalters auf den natürlich nach wie vor schönen Psalm 23, ja, das ist ja keine, steht nicht zur Diskussion, ist auch Faktum, glaube ich. Wenn es einen Psalm gibt, den man kann oder den man irgendwie kennt, dann ist das: Der Herr ist mein Hirte. Sogar noch außer ein Bistum Trier, glaube ich, da ist es nicht. Die Vertonungen, die alten Psalmlieder. Können wir auch heute Nachmittag nochmal drauf schauen, die es gibt, also in diesem Fall, mein Hirte ist Gott, der Herr, er will mich immer weiden, fast in jedem diözesanen Anhang drin, aber hat in Trier keine Gnade gefunden. Mal sehen, wie das im neuen Gotteslob wird.